In diesem Video zeige ich euch mal drei unterschiedliche Varianten, wie man einen Pultabschluss an einem Stehfalzdach herstellen kann. In diesem Video werde ich euch mal drei unterschiedliche Varianten zeigen, wie man einen Pultabschluss herstellen kann an einem Stehfalzdach. Wir werden so Schritt für Schritt vorgehen. Ich zeige euch, auf was man dabei achten muss bei der Herstellung von den Anschlüssen und ja, vor allem auch, wo die Sinn machen, wo sie weniger sinnvoll sind und auf jeden Fall, was man dabei beachten sollte. Genau. Ich würde sagen, da steigen wir gleich ein. Los geht's. So, die erste Variante, das wäre unser einfach stehender Falzabschluss. Im Grunde so, wie ihr ihn an der Traufe habt. Dazu muss ich natürlich erstmal meinen Vorstoßstreifen, mein Einhangprofil oder wie auch immer ihr das nennen wollt, montieren. Und im Grunde, wie ihr das bei der Traufe auch macht, werden dann schon mal der Unterdecker oder der Unterfalz, der wird rund rausgeschnitten. Und ihr habt dann auch wie bei einem ganz normalen stehenden Falzabschluss an der Dachtraufe, habt ihr dann das Ganze eingefalzt oder könnt ihr das Ganze einfalzen. Der Nachteil ist, wenn das eher in den flach geneigten Bereich geht, dann kann natürlich dieser Einfachfalz, den man jetzt am Falzende hat, also im Grunde da, wo unsere Rundung eingefalzt wird, da kann der Falz dann Wasser ziehen. Das ist immer so ein bisschen ein Thema, das muss man natürlich abwägen. Ein schöner, schneller Falzabschluss und das Ganze wird dann noch als Umschlag eingebunden, also im Grunde dann zugedrückt und oben an der Firstseite, das ist auch wieder das Thema, wenn dann ständig immer die Wassertropfen sich sammeln, gegen das Gebäude zurücklaufen, kann auch hier das Ganze wieder einen Kapillareffekt haben und sich ins Dach reinziehen. Darum ist der Abschluss jetzt nicht die beste Wahl, wenn man aber eine starke Dachneigung hat, also wenn das Ganze extrem steil ist, könnte das durchaus funktionieren. Ja, wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Also ein Anschluss, den sieht man immer wieder draußen an der Baustelle. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, haben wir früher auch öfters mal so gemacht. Nur ein bisschen meine Ladung sichern. Brauche ich noch eine Spanngurte. Aber hey, was ist das denn? Ja, kennt ihr das auch? Ihr wollt einfach schnell losfahren und eure Ladung sichern noch schnell. Und dann beim Blick auf die Spanngurte merkt ihr, dass die gar nicht mehr so richtig zusammenpassen. Die Schlösser, die sind kleiner oder größer als die Spanngurte und die sind vor allem alle nicht mehr so richtig in dem guten Zustand. Die haben Prüfsiegel, die man kaum lesen kann. Und das Ganze sieht ziemlich mitgenommen und schon in die Jahre gekommen aus. Und ich denke mal, da muss ich mir ein paar neue besorgen. Da schaue ich mal in den Shop von Lasi24. Lasi24 ist ein Online-Shop für Ladungssicherung. Und da gibt es alles Mögliche rund um das Thema Ladungssicherung. Spanngurte, Netze, Anschlagpunkte, Sperrbalken, einzelne Anschlagpunkte und verschiedene Spanngurte in allen möglichen Ausführungen, Hebegurte und so weiter. Könnt ihr gerne mal reinschauen und dann gibt es noch einen schönen Rabatt über Spengler TV. Ja, und hier haben wir so schöne schwarze Spanngurte besorgt.
Das Coole finde ich auch, dass die ganzen Prüfzeichen und Beschriftungen an den Spanngurten, dass die jetzt hier innen drin sind. Das heißt, sie sind ein bisschen durch den Spanngurt selber geschützt und werden wahrscheinlich auch nicht so schnell abschrubbeln oder abkratzen. Und dann kann man sie noch lange lesen. Coole Sache. So, die zweite Variante ist im Grunde eine stehende Ausführung, dass man jetzt nur als Kopfkantung einen Falz ankantet oder das Ganze nochmal mit einer Rückkantung versieht. Im Grunde links und rechts nur zwei Ausklinkungen an den Falzenden, dass man da ein Stück weit rausschneidet. Also in meinem Fall sind es hier 2,5 cm, im Grunde die Falzhöhe. Das Ganze einfach rausgeschnitten und dann mit einer Falte versehen und ja, eine Falte ausgebildet und das Ganze aufgestellt. Also für sowas nehme ich dann natürlich immer ganz gerne die Quetschfaltenzange. Das ist eigentlich die einfachste Art, so eine Falte im Grunde schon mal die Richtung zu geben. Und dann wird das Ganze einfach aufgekantet und man hat da schon mal ja, einen ganz guten Start, um so die ja, Quetschfalten schon mal anzuformen oder im Grunde schon mal vorzuprägen. Mit der Spitzzange oder der Rundzange dann einfach noch die Falten ausprägen und vorformen, im Grunde die Richtung geben und dann das Ganze einfach zudrücken. Wenn man das dann so wie bei mir jetzt ganz gut schon mal vorgeformt kriegt, dann braucht man da auch keinen Hammer. Aber man kann auch ruhig mal mit dem Hammer noch ein bisschen nachhelfen, damit man das Ganze vorprägt und dann einfach die Falten schließen. Bei Aluminium funktioniert es ja auch wunderbar, dass man die einfach mit der Zange zudrückt und ja, dann einfach nach oben umlegt. Ja, und so sieht das Ganze dann fertig aus. Im Grunde die Quetschfalten nach hinten gezogen oder nach oben gezogen und geschlossen. So, dann kann man das Ganze gleich schließen. Im Grunde kann man das Ganze komplett schon ausfalzen. Der Vorteil ist natürlich, man kann es schön vorrichten. Jetzt im Grunde unten auf einem kleinen Bock oder einem kleinen Behelfstisch auf der Baustelle. Wenn man jetzt so eine starke Dachneigung hat, wie jetzt hier in meinem Modell, kann man sowas wunderbar dann schon vorrichten und im Grunde dann schon anformen. Und genau das ist auch der Punkt. So ein Anschluss, der funktioniert mit so einer Aufkantung im Grunde nur bei ja, größeren Dachneigungen, also im Grunde könnt ihr sowas nur ausführen, wenn ihr dann dementsprechend eine schräge Dachfläche habt, damit euch da kein Wasser hinten in den Anschluss reinläuft, weil ihr habt ja da im Grunde keinen ja, regensicheren Anschluss. Wie das Ganze dann auch weiterläuft, sieht man dann hier ganz gut. Da wird dann nochmal eine Latte eingelegt, die wird dann festgeschraubt. Die dient einfach dazu, dass wir dann nachher unseren Blendenanschluss befestigen können. So, und beim Blendenanschluss, da müssen wir natürlich die Stehfalze ausklinken. Also das Ganze habe ich so U-förmig jetzt im Grunde gekantet. Das sieht man nachher vielleicht noch ganz gut im Schnitt. Das wird dann nachher nochmal ausgeklinkt. Dazu kann man so einen Blechknabber verwenden, hier den von Musk zum Beispiel. Und kann da einfach mal die Stehfalze ausklinken, dann hat man dann eine saubere Ausklinkung und ja, bekommt dann nachher das Profil auch übergestülpt und angeschraubt. Und dann wird es nachher eigentlich bloß übergeschoben, übergestülpt, das Profil. Man kann es jetzt hier im Sengay oder auch 90 Grad kanten, je nachdem wie man will. Und von oben wird es ganz einfach auf die Latte mit Spenglerschrauben befestigt. Dann hebt die ganze Blende schon, ist im Grunde auch ein einfacher Anschluss.
So, und als dritten und letzten Pultdachabschluss möchte ich euch noch den umgelegten Falzabschluss zeigen. Im Grunde die Stehfalze ganz durchgehend ausgefalzt und dann umgelegt. Dazu müssen wir erstmal im oberen Bereich ein Stück weit ausschneiden. Also das mache ich immer ganz gern, dass man da einfach von der Materialaufdopplung noch ein bisschen Dicken spart und dass der Falz dann im Grunde auch später noch nachgeschnitten werden kann, falls das sein müsste. Also bei der Variante ist es einfach schön, man kann im Grunde das Dach komplett eindecken und sich später um die Detailpunkte kümmern, wie am Dach first und an der Dachtraufe. Und wenn man dann da im Grunde ein bisschen was auszwickt im oberen Bereich, ja, dass man dann ein Stück weit vom Falz was rausnimmt, einfach um die Scheren später zu schonen und auch das Material ein bisschen dünner zu halten. Wenn wir nachher an die Aufkantung hingehen, sieht man das eigentlich noch mal ganz gut. Ich mache das immer ganz gerne mit der Deckzange oder Falzzange, dass ich dann die Falzenden halte und das Ganze einfach umlege. Erstmal so die Richtung geben und dann legt man das Schaleisen unter das Dach im Grunde und klopft das Ganze erstmal schön platt. Also da möglichst mit dem Schaumhammer das auch schön dünn halten und so gut wie möglich schließen. Je dicker man da das Ganze oder lockerer man das Ganze im Knickpunkt lässt, umso gefährlicher ist das Ganze, dass man da nachher irgendwie einen Abriss kriegen. Weil wir müssen in dem Bereich besonders sorgfältig sein, dass man da eine schöne rund ausgeformte Kante bekommen. Das sieht man nachher nochmal ganz gut. Ja. Hier in dem Bereich habe ich noch vergessen, das Halteprofil zu montieren. Das gehört eigentlich unter das Dach. Und dann haben wir nochmal einen, im Grunde einen Falzschuh, der über die Zange geschoben wird. Da gibt es auch fertige Bauteile von Prefa zum Beispiel oder Rundzangen, die schon so ausgeformt sind. Aber im Grunde genügt es auch, wenn man so ein kleines Blechrest nimmt und das dann doppelt einschlägt oder ein dickeres Material. Und dann kann man den Falz schon wunderbar anformen. Da hat man einfach nicht die scharfe Kante von der Zange, um da eine möglichst saubere Rundung anformen zu können. Also das Schlimmste oder Schlechteste, was er eigentlich machen könnt, wenn er da wirklich scharfkantig mit der Zange das aufkantet, dann habt ihr da nämlich sogenannte Bruchstellen und wenn sich das Material dann ausdehnt, die Scharen ein bisschen untereinander dann auch anfangen zu schieben, dann kann es da durchaus sein, so dass ihr in 10, 15 Jahren, dass da die Falzenden einreißen und genau im Knickpunkt gibt es dann diese Ermüdungserscheinung vom Falz. Wenn man das sauber ausrundet, funktioniert es eigentlich aus unserer Erfahrung ganz gut. Und am Schluss kann man dann auch noch hergehen, sich das Ganze nochmal anzeichnen und dann einfach bei 2,5 cm oder auch 3 cm, wie man das möchte, kann man sich dann eine schöne Falzkante anformen, also diese 9 mm, die wir dann brauchen, um dann schlussendlich die Blende einzufalzen. Also im oberen Bereich, da gehe ich eigentlich immer ganz gerne her und tue mir diesen kleinen Falzkopf noch anformen und da hilft es halt insbesondere, wenn man dann das Ganze nochmal dünner gehalten hat. Das heißt, ihr könnt euch noch dran erinnern, da haben wir den Falz ja noch ein bisschen ausgeschnitten, dann haben wir zumindest mal eine Materialdicke in dem Bereich gespart. So, und am Schluss wird dann unten in unserem Halteprofil, das ich zuvor vergessen hatte, aber jetzt Gott sei Dank noch eingebaut gekriegt habe, da wird dann einfach die Blende eingehängt und der Falzkopf, im Grunde der Oberfalz, der wird dann eingehängt. Das ist immer so ein bisschen fummelig, aber ich finde, das funktioniert immer am besten mit der Falzzange, dass man da so drunter fährt, so schuhlöffelmäßig und sich die Blende ein klein wenig hochzieht. Ja, man hat im Grunde da so 3 mm Luft, 5 mm Luft, je nachdem, und kann das Ganze dann schön drüber hängen. Das funktioniert eigentlich in der Regel ganz gut. Ich kann euch da nur empfehlen, die Blendenstücke etwas kürzer zu machen, also nicht unbedingt 6 Meter lang. Wenn ihr da euch auf 3 Meter beschränkt oder 2,50 Meter, dann habt ihr es da umso einfacher. Genau. Und dann einfach noch mal ein bisschen anknicken, also das heißt ein bisschen anformen mit der Falzzange
und dann kann man schlussendlich den Falz schließen. Also es ist so eigentlich die sauberste Variante, finde ich, und eigentlich mein persönlicher Favorit, sowas auszuführen. Wenn man da so ein paar Dinge berücksichtigt, die ich euch gesagt habe, dann finde ich das eigentlich so die schönste und auch die sicherste Variante. Da kann man auch in den Dachneigungen nach meiner Erfahrung ziemlich weit runtergehen, dass man da eher im flach geneigten Bereich dann auch eine sichere Lösung hat. So, und als vierte Variante, als den Bonustipp, habe ich euch noch den Bündnerfalz, den Stiefelfalz sagen auch manche dazu, links und rechts eine Falte angekantet, das Ganze ein klein wenig abgeschrägt nach oben, doppelt eingefalzt, stehend eingeführt und dann noch eine Rückhandlung dran, Blende drüber gefalzt und fertig. Also das wäre praktisch dann auch noch eine weitere Variante, die ist natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, da muss man ein bisschen Zeit investieren, braucht man auch ein bisschen mehr handwerkliches Geschick, aber wäre auch noch eine weitere Variante, um so einen Blendenabschluss dann herzustellen. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Variante euch am besten gefällt. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Dach und Holz in Stuttgart Anfang März und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut.